Fünf Vierecke und alle haben sie eins gemeinsam. Sie sind ein, verrate ich nicht. Ihr sollt wieder Streckenlänge, Winkelmaße, Diagonalen und Symmetrieeigenschaften überprüfen und dann herausfinden, welche dieser Eigenschaften haben sie alle gemeinsam. Wir haben wieder Sonderfälle dabei, das kann ich euch gleich vorher sagen, aber alle haben gemeinsame Eigenschaften. Und die sollt ihr herausfinden und dann kommt ihr vielleicht auch drauf, um was für ein besonderes Viereck es sich handelt. Das bitte jetzt machen, in euer Heft übertragen. Wer dieses Blatt nicht mehr hat, hier unter diesem Link kann es herunterladen. Und dann bitte die Eigenschaften sammeln bis zur nächsten Stunde, dann werden wir es vergleichen. Tschüss!